Alten bewerfen kleinen Junge und seine Mutter mit Böllern und verletzen beide. Die Polizei umstellte mit einem Großaufgebot die Wohnung. Erfurt-Silvesterkalten machten in der Landeshauptstadt auch vor Kindern nicht Halt. So wurde ein kleiner Junge von einem Böller verletzt. Wie die Polizei am Neujahrstag mitteilte, bewarfen 18 Jugendliche aus einem Fenster in der Bukarester Straße heraus mehrere Passanten und Kinder mit Böllern und anderen Feuerwerkskörpern. Auch eine 29-Jährige und ihren 9-jährigen Sohn traf es dabei. Mit einem Großaufgebot rückte die Polizei an und umstellte die Wohnung. Die Polizei fertigte gegen alle Kalten Anzeigen wegen schweren Landfriedensbruch. Der kleine Junge erlitt ein Knalltrauma und musste ärztlich behandelt werden.